Hallöchen, liebe Freunde. Seid ihr denn alle da? Da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Let's Play Sailor Moon Another Story. Ja, Bunnys Bruder wird gerade von einem Dämon gejagt. Wir haben uns gesagt, ja komm, reden wir doch lieber erstmal mit Mutti. Gucken, wie der so geht. Ja, können uns vielleicht nochmal eine Runde schlafen legen. Gucken wir mal. Wie sieht es denn bei uns in unserem Zimmer aus? Ja, ganz normal. Schlafen? Geht das? Ich würde jetzt ganz gerne... Nee, geht leider nicht. Der kleine Typ ist eh nervig as hell, von daher... Der kann ruhig nochmal ein bisschen zappeln. Na gut, okay. Retten wir den Typen jetzt endlich. Oh, da liegt er tot am Boden. Tja, zu spät. Können wir auch wieder weggehen. Hallo. Tu es nicht. Tu es nicht. Stör mich nicht. Was auch immer du bist. Lass meinen Bruder in Ruhe. Eine Grünkyrine. Kyrene. Scheint eine Art von Fisch zu sein oder so. Daneben. Du bist ja richtig hart drauf. Mal gucken, was dagegen... 50 Schadenspunkte! Als ich das Spiel angefangen habe, haben die gerade mal 2 gemacht. Nach 3 Level-Ups machen die hier so eine exponentielle Kurve. Was exponentiell bedeutet, weiß ja jetzt mittlerweile jeder. Oh, der war gemein. Ja. Wir zünden da einfach drauf. Mal gucken, wie viel das Viech aushält. Die olle Makrele. Ja, scheint aber schon ein Gegner zu sein hier. Bossgegner. Oh, oder auch nicht. Schaden? Nee, hat es nicht gemacht. Erfahrungspunkte 5. Wir kriegen echt viele Erfahrungspunkte. Zumindest steigt Saturn. Alle steigen. Alle außer Moon steigen noch eine Stufe. Vielen Dank, Sailor Moon. Es ist vorbei, Shingotatatatatatata. Shingotata? Egal, Sailor Moon, diese Leute wollten wissen, wo ein Kunsaisho ist. Du meinst den Ginsaisho. Ginsuisho. Den Silberkristall. Ich konsumiere einfach alle meine Freunde in mir. Ja, genau. Den Ginsuisho. Ginsuisho. Gott. Jeden Augenblick werde ich von meiner Freundin verprügelt. Okay, was sagt Mutter? Oh, du bist die berühmte Sailor Moon. Aber wo ist Bunny? Oh, ich habe ganz vergessen, dass Bunny ausgegangen ist. Genau, ich bin nur ganz zufällig hier. Darf ich vorstellen, Kammerjäger Sailor Moon? Wir kommen jetzt auch mit, wir machen jetzt auch Hausbesuche. Ah, ich erhalte eine Nachricht von Luna. In Ordnung. Ich sehe darin kein Problem. Hey, hast du noch von dem Zeug? Oh, danke. Seit ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, bin ich voll abhängig von dem Stuff. Überlichtgeschwindigkeit, schneller als ein Auto. So schnell möchte ich auch mal laufen können. So, das Ding wird eh nicht überleben. Ein Schuss und weg. Hier, Smack, 40. Tschüss. Also, hart übertrieben. Ich lasse mich nicht überfahren von dir. Aber jetzt kommen hier die Random Encounter ganz schön massiv und oft anscheinend. So. Wir kennen ja den schnellen Weg. Einfach nur Kreis drücken. Ist ja fast wie bei Final Fantasy 13 hier. Drückst nur eine Taste, alles läuft von alleine, Gegner kippen einfach um. Herrlich. So mag ich meine Spiel... Ja, okay. Saturn, ich habe da so eine Idee. Wie wär's, wenn du dich einfach nach hinten verkrümelst? Deine zweistelligen Crit-Zahlen kannst du dir sonst wohin schieben. An irgendwelche Wände zeichnen oder so. Hallo. Das ist nicht nett.
Das war. Das nennt man eine Erfahrungskurve. Wenn die anderen anfangen, die Gegner mit einem einzigen Schuss zu töten und du immer noch dabei bist, so zu sagen, ja, ich kitzel lieber, dann ist ja auch schon ziemlich viel verloren. So, gib noch mal ein bisschen Pulver. Genau, itadakimasu. Aha, finde ich auch. Genau, ein Swallowed Piggy. Wer kennt ihn nicht? Das aufgedunsene Meerschweinchen. Ich mag die Attackennamen, die sind lustig. Die kann man so schön falsch hören. Was denn? Das heißt Wiederkehr des Todes. Also diese Attacke. Und... hören wir nochmal genauer hin. Das könnte Hadouken sein. Okay, meine Freundin hat definitiv zu oft und zu lange Sailor Moon geguckt. Sie kennt diese Attacken. Ich sollte sie theoretisch auch kennen. Aber bei mir ist die Sailor Moon-Zeit schon sehr lange vorbei. Und... also nur so kurz als Information. Nein, meine Freundin ist nicht 12. Swallowed Piggy, smack. Ich mag Swallowed Piggy. Das klingt am niedlichsten. Oh. Wir haben hier wieder den Monsieur Derp. Wie großartiges Wetter wir heute haben. Smalltalk. Okay, wir sind wieder zurück bei meinen Freundinnen. Zeit wieder abzuspeichern. Das ist schon das 6. Mal, dass ich speichere. What? So, einmal kurz die Lichtgeschwindigkeit durchbrechen. Fast mit dem Kopf durch die Wand. Oh ja, klar. Verwandeln wir uns erstmal. Warum? Ah, zwei Katzen. Ja. Was wisst ihr über den Feind? Ich habe Informationen im Computer des Kristallpalastes gefunden. Es scheint so, als wären die Feinde aus der Zukunft gekommen. Was? Aber der schwarze Mond ist... Nein, diese Feinde sind aus ferner Zukunft als der schwarze Mond. Sie haben die Kraft, die Zeit zu manipulieren. Sie haben das Tor zum Raum und Zeit benutzt, um hierher zu kommen. So wie es aussieht, sind sie in die Vergangenheit gekommen. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Einer der Feinde blockiert das Tor zu Raum und Zeit. Gesundheit. Und außerdem... huch, der Computer macht seltsame Geräusche. Miau. Nun, der Computer ist wohl kaputt. Miau. Ich bin... ah, es hat sich bewegt. Um dich zu besiegen, wurde das richtige Zeug gewählt. Das war wirklich gut, Luna. Huh? Miau. Ich bin Obsidiosin. Halt, da stimmt etwas nicht. Ich bin Obsidiosin. Eine Kriegerin, die das Schicksal verändern kann. Ich sollte euch töten, ihr lästigen Sailor-Krieger. Ich habe ihr Schicksal vollkommen in der Hand. Schaut her. Sailor Merkur. Sailor Mars. Sailor Jupiter. Sailor Venus! Harry! Shibiusa!
wenn du die kleine Lady und die anderen vier Kriegerinnen zurück willst, komm zur Juban-Schule. Wir werden dort warten, Sailor Moon. Warte einen Moment. Leute? Shibiusa. Miau, miau, miau. Aber sie haben alle in ihrer Gewalt. Sollen wir sie einfach im Stich lassen? Miau. Miau, 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 miau. Ich stimme Luna zu. Wir kennen weder die Stärke unserer Feinde noch deren Gestalt. Es ist zu gefährlich, ihren Aufforderungen nachzukommen. Nein, das finde ich nicht. Wenn es dort eine Falle gibt, dann können wir sie zerstören, wenn wir hingehen. Nicht wahr? Uranus, aber... Ich werde Shibiusa helfen. Sailor Saturn. Selbst wenn ich die Welt rette, ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen. Ein Universum ohne die anderen Kriegerinnen. Das werde ich nicht zulassen. Sailor Moon. Neptun, was wirst du machen? Ich habe nichts zu verlieren. Okay, wir haben uns entschieden. Gut, lass uns zur Juban-Schule gehen. Warum folgt mir diese Katze? Ich will lieber, dass die andere mir folgt. Die redet wenigstens mit mir. Pass auf euch auf! Was denn? Wieso redet die Schwarze nicht mit dir? Ich weiß nicht, ich glaube, die hat was gegen mich. Ich glaube, der Typ, den wir die ganze Zeit ansprechen, damit er unsere Lebenspunkte regeneriert, vertickt eigentlich Katzenminze und die klaue ich Luna und deswegen redet sie nicht mit mir, weil sie mürrisch ist? Ich weiß es nicht. Wir wissen ja eh, Luna ist sehr eigensinnig. No. Ich frage mich, ob die Gegner, gegen die wir jetzt als nächstes kämpfen, ein bisschen mehr drauf haben als die hier. Genau. Ich schmeiße mit Zuckerherzen um mich. Und ich mache komische Kringel in die Luft. Und ich kann... Wow, Moment. Achso, ja klar. Ganz vergessen. Sailor Saturn hat angegriffen. Die packt das nicht so mit Schaden machen und so. Die kommt ja auch erst frisch aus dem Krankenhaus. Geben wir ihr noch weiterhin eine Chance. Genau. Zum Schluss ist es wahrscheinlich die stärkste Kriegerin, die wir im Team haben können. Egal. Friss Zuckerherzen. Lass dich umgarnen von Feuer. Und blubber. Und I'm Swallowed Piggy. Ich bleib dabei. Dieser Attacker heißt für mich jetzt Swallowed Piggy. Okay, ich glaube hier lang ging es zur Schule. Oder ging es weiter oben zur Schule? Nee, die Schule ist glaube ich weiter oben, ne? Fapse, du weißt doch immer wo. Du hattest vorhin auch gesagt wo. Links oder nach oben? Ich merke schon, Fabs hört mir gar nicht mehr zu. Alles klar. Nee, hier ist die Schule. Ich hab sie. Kommt schon, wir müssen den anderen helfen. Gehen wir. Es ist die Schule. Immer diese böse, mysteriöse Musik. Was ist mit Ihnen? Sie sind weiterhin in unserer Illusion gefangen. Nur die kleine Lady wird weiterhin vom Silberkristall beschützt. Solange die Lady in unseren Händen ist, kann sie von keinem angetastet werden. Wir müssen einfach etwas mehr Geduld aufbringen. Los. Wir wissen, dass wir hier in der Schule sind. Können wir hier auch in die anderen Räume rein? Ja, vielleicht finden wir hier Kisten oder sowas. Nee. Okay. Ein Raum, zwei Eingänge. Gut zu wissen.
Okay, bisher noch keine Random Encounter, das ist schon mal ganz... Oh oh. Das ist Sailor Merkurs Stimme. Ah, okay, die sind hier voll gefangen und wir müssen die suchen und finden. Und hier waren wir noch nicht. Ha, da sind sie. Ah, Merkur. Och, der schon wieder. Das Kind hat sehr fantasievolle Träume. Stört sie nicht. Nanu? Ah, wir sehen jetzt die Träume. Vielen Dank, Dr. Mizuno. Danke, dass ihr, dank ihrer Hilfe, Dr. Mizuno, ist dieses Kind wieder gesund. Nein, ist schon gut. Danke, Dr. Mizuno. Hä? Huh? Oh, das Telefon. Hallo? Liebling, was ist los? Natürlich, ich komme heute früher nach Hause. Heute ist doch unser Jahrestag, stimmt? Oh. Wenn du dich einmischen willst, bekommst du es zuerst mit mir zu tun. No prop. Wir haben ja zum Glück unser... Und, was, was? Du bist aber nicht so... Du siehst aber nicht so aus wie das Viech, weil welches Bruderherz angegriffen hat. Geil. Kaputt ist kaputt. Mal gucken, was passiert. Das war ein schöner Treffer auf in die Luft. I? Ja, gut, okay. Weißt du was, Saturn? Stell dich nach hinten. Ich glaube... Ah, nee, ich kann ihn... ich werde nur einen Gegner angreifen. Moment. Nö, da können wir nichts machen. Also, ich glaube, das sieht jetzt besser aus. Macht der Liebe! Zuckerherz! So, vielleicht bringen die Attacken auf die einzelnen Gegner ein bisschen mehr. Oh. Okay, vergessen wir dies. Wir bleiben bei Macht der Liebe, bei Sailor Moon. Und Uranus macht das, was sie die ganze Zeit schon gemacht hat. Oh, oh. Sailor Moon ist grau im Gesicht. Was auch immer das bedeuten mag. Oh, sie ist vergiftet. Also sowas in der Art. Zumindest. Na, Uranus kann auch nicht mehr angreifen. Dies ist schlecht. Ich hoffe, dass dieser Zustand, vergiftet, nicht permanent ist, sondern mit dem nächsten Kampf einfach verschwindet. Das wäre super. Wundsalbe und ein Puzzleteil hinzugefügt. Okay. Vergiss nicht. Dieser Traum ist das Schicksal, das du dir wirklich wünschst. Merkur, bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Geh und hilf den anderen. Ich werde später nachkommen. Ja, warum darf sie liegen bleiben und schlafen und ich nicht? Das ist unfair. Wie sieht denn das jetzt hier mit den Statusfändern aus? Status starr. Sehr gut. Dann sollten wir vielleicht gucken, ob wir irgendwie ein... haben leckerer Saft. Dies ist nicht so gut. Na gut. Damit muss Sailor Moon jetzt einfach erstmal klar leben. Moon Spiral Heart Attack, Death Reborn Revolution, World Shaking und Deep Submerge. Das ist das, was du dich verstehst. Okay. Okay. Okay, hab's verstanden. Und was davon ist jetzt Swallowed Piggy? Wer macht Swallowed Piggy? Uranus. World Shaking. World Shaking? Das hört sich nicht an wie... Rolodo. Rolodo Shaking? Sicher? Nee. Hörst du dir doch mal an, wenn du dir dann... Natürlich bist du gekommen, um mir zu helfen, Sailor Moon. Willst du wirklich Ray helfen? Nö. Erzähl keine Lügen. Du willst mich wirklich fertig machen, nicht wahr?
Ich kann nicht zulassen, dass du das tust. Yeah. Aber ich hab doch gesagt, ich will ihr nicht helfen. Dieses Spiel trollt mich. Vorhin wollte ich einfach schlafen und... Moment. Ah ne, macht der kostet 4. Ich dachte gerade eben, das kostet nix. Smack. Macht der Liebe ist auf jeden Fall schon mal eine richtig coole Attacke. Okay. Saturn, ich wiederhole es nochmal. Bleib einfach hinten. Tu so, als ob du mitkämpfst oder so und... Lass es. Bitte? Ja, jetzt habe ich eine andere Uranus-Attacke benutzt. Das ist richtig. Aber das macht ja nichts. Okay, Nuschel. Das ist die Nuschel-Attacke. So, nochmal. Hören wir es uns nochmal an. Das sollte jetzt eigentlich, Earth-Shaking sein? World-Shaking. Okay, World-Shaking. Nein, nein, das klingt nicht wie World-Shaking. Das bleibt bei... Es bleibt einfach bei... Swallowed Piggy. Genauso wie Sailor Moon mit Zuckerherzen um sich wirft. Was? Ich dachte, du magst Chibi nicht. Zuckerherzen ist der Tag von Chibi. Oh, wei. Mars! Mars! Oh, wir kriegen auch noch einen Blick in ihren Traum. Sweet! Vergib mir, Ray. Du bist meine einzige und wahre Liebe. Du liebst mich, nicht wahr? Du hast schon immer mich, Mamoru Shiba, geliebt. Sag jetzt nichts. Wir werden für immer zusammen sein. Mamoru, ich bin so glücklich. Ich träume nicht, oder? Ray? Ray! Ich hab doch gesagt, rette sie nicht. Mamoru. Mamoru? Was? Sailor Moon! Was hast du gerade eben Mamorus Namen gesagt? Was zum Henker hast du geträumt? Mir geht's gut. Geh und hilf jetzt den anderen. Ich leg mich hier einfach hin und schlafe weiter. Hab's verstanden. Wait. Wir wollen ja hier nicht entlanglaufen ohne eine Kiste oder so. Nicht, dass hier irgendwo Kisten rumliegen. Wir wissen ja jetzt, dass es auch Kisten gibt, die man öffnen könnte, theoretisch. Darum laufen wir hier mal rum. Keine Ahnung, so ein Lehrerpult oder so ausplündern. Genau. Oh, sind wir jetzt im Lehrerzimmer? Das ist das Zimmer vom Rektor. Der hat hier doch sicherlich irgendwo Alkohol versteckt. Nee, hat er nicht. Aber ist das nicht herrlich? Ist es immer noch irgendwas zwischen 22 und 2 Uhr? Also irgendwas ist hier seltsam. Oh, kein Trödeln auf dem Flur. Okay. Ich will aber. Trödel macht Spaß. Haben wir hier irgendwelche netten Randnotizen oder so, die wir sehen können? Nee. Was haben wir hier? Nothing. Sehr schön. Genau so mag ich mein... Genau so soll ein Klassenzimmer aussehen. Ein Raum voll nichts. Jupiter! Hey, stör mich nicht. Die Träume des Mädchens werden in Erfüllung gehen. Du hast auch viele Träume. Mit dem Jungen ausgehen, der dir am Herzen liegt. Wunderschöne Kleider zum Anziehen. Dir mit schmackhaften Essen den Bauch vollschlagen. Eine berühmte Sängerin werden. Der Traum, schöner zu sein. Huh? Ups, nun war ich doch tatsächlich etwas abgelenkt. Hack, 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 hack.
Schade, ich dachte, wir können einfach... wir können Jupiter einfach wegziehen. Und alles wird gut. Aber nee, leider nicht. Kling, 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 kling. Ach Mist, die machen jetzt die normalen Attacken. Das ist doof. Aber gut, das Gute ist, dadurch, dass die vergiftet sind, bleiben die jetzt auch, bleiben die auch vergiftet und neue Vergiftungen machen einfach nix. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Macht des Spiegels nutzen, Macht der Liebe, nee, nicht einfach angreifen und Macht des Schwertes. Wiederkehr des Todes. Nutzlose Attacke, greif an, yay. Genau, Somebody Shitstorm. Ich finde das lustig, Misheard Lyrics. Für die Attacke finde ich auch noch irgendwas. Guck mal, Macht des Spiegels ist doch eindeutig Somebody Shitstorm. Hören wir nochmal genauer hin. Somebody Shitstorm. Das ist akkurat Somebody Shitstorm. Ach herrlich, ich bin begeistert. Es ist schön, wie die langsam nach und nach ihre Lebenspunkte verlieren. Das Miese ist, ne? Der Giftschaden macht mehr Schaden als der andere Kram. Und Sailor Moon matcht die einfach so mit 28 Punkten. Godlike. Aber die Erfahrungspunkte sind nicht schlecht. Moon hat ein Level abbekommen. Sweet. Welche Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass du etwas für mich empfindest. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass so jemand wie du etwas für einen Kerl wie mich empfinden könnte. Dabei bin ich so streitsüchtig. Aber außer mir gibt es in der Gegend kein... außer mir gibt es in der Gegend keine anderen großen Männer. Es scheint niemand anderen für dich zu geben, also... Dann sind wir... Ja, dann... Könntest du morgen eines von deinen selbstgemachten Lunchpaketen mitbringen? Gern. Wow, wait. Guckt euch das... Naja, das könnt ihr jetzt nicht mehr. Springt noch mal ein paar Sekunden zurück und guckt euch den Typ noch mal an. Der sieht doch nicht aus wie jemand im Alter von Sailor Jupiter. Du bist gekommen, um mir zu helfen. Ich habe mich bald wieder erholt. Du solltest erstmal den anderen helfen. Der ist doch eindeutig zu alt für das Mädel. So. Moment, fehlt überhaupt noch jemand? Ach ja, Venus. Wir haben Venus noch nicht gerettet. Und hier gibt es einfach keine Schatztruhen. Das ist ja ärgerlich. Kein Rennen auf dem Flur. Okay. Wir rennen noch nicht. Wir strolchen hier nur rum. Gleit. Moment. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen... Wie sieht es mit den Lebenspunkten aus? Ach krass, Level-Ups erholen jemanden vollständig, das ist auch gut zu wissen, also zumindest was die Lebenspunkte angeht. Ja, dann brauchen wir auch keine Tränke oder dergleichen auf, also dafür kaputt machen. Da liegt sie. Sie liegt da einfach. Wo ist der Gegner? Venus, halte durch! Oh. Dieses Kind wird für immer in einer Traumwelt leben. Lass sie in Ruhe! Hey, Hikaru, das musst du dir anhören. Was gibt es denn, Minako? Für wen schwärmst du denn diesmal? Nein, dieses Mal ist es die wahre Liebe. Wirklich? Wer ist denn der Glückliche? Minami aus dem Fußballverein. Ich werde ihm heute einen Liebesbrief geben. Oh, cool. Du willst ihm den Brief wirklich geben? Ja, dieses Mal werde ich es wirklich tun. Ich hatte es zuvor schon probiert, aber irgendetwas hat mich immer davon abgehalten. Ah, sieh mal, ein Sailor Moon Videospiel.
Stark, Sailor Moon hat es schon in ein Spiel geschafft. Es gibt Gerüchte, dass Sailor Moon als geheime Detektivin für die Polizei arbeitet. Das ist so cool. Ich möchte auch so wie Sailor Moon sein. Wait. Das ist irgendwie völlig verkehrt. Nein, Venus, stirb nicht. Wach auf. Ah, da ist er ja. Ich sagte, du sollst sie nicht stören. Das ist eigentlich so akkurat ein Gespräch, welches zwischen Naru und Bunny stattgefunden hat, glaube ich. So ein, ah, die ist voll toll, ich will auch so sein wie Sailor V. Oh, was macht denn das jetzt? Ah, geht nur daneben. Na gut, Luna, danke fürs dabei sein. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Und bis bald. So, geht doch. Ring, ring. Oh nein. Uranus pennt. Wach wieder auf. Kann doch nicht sein. Nein! Wenig EP. Was auch immer das bedeuten soll. So, jetzt match das Ding noch mal kaputt hier. Ja, stimmt. EP sind die Sternchen. Der kann keine Sonderattacken mehr machen. Ich denke die ganze Zeit, das sind Erfahrungspunkte. Aber das ist schön, dass zumindest die in Häkchen Magiepunkte der Gegner ebenfalls ausgehen kann. Das bedeutet im Endeffekt, der steht da jetzt nur rum und lässt sich von uns verprügeln. Sehr gut. Ich glaube, das war's doch. Genau deswegen hat der Kampf 20 Minuten gedauert. Der Gegner hatte irgendwie massiv viele Lebenspunkte, aber konnte nicht mehr angreifen. Das war voll lustig. Vielen Dank, Sailor Moon. Du bist so cool, Sailor Moon. Venus, Spiusa wird auf dem Dach festgehalten. Geht schnell und eilt ihr zur Hilfe. Sie wartet bestimmt schon auf euch. Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Knack. Sie legt sich einfach wieder schlafen. Lasst mich überlegen. Genau, Items. Wir müssen noch ein bisschen O-Saft trinken. Hier, ertrink an O-Saft. Oh. Ich habe gerade erst gesehen, wie mies angeschlagen Neptun schon war. Aber okay. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet, um auf den Dachboden zu gehen. Spiusa! Bleib genau da stehen, Sailor Moon. Sin, wage es nicht, Spiusa etwas anzutun. Mach dir keine Sorgen. Dieses Kind träumt. Und sie hat verstanden, was mit ihr passiert. Sie soll ein gutes Schicksal erhalten. Und so wird es euch auch ergehen, ihr nervigen Gören. Wenn du diesem Kind helfen willst, dann gib uns den Silberkristall. Das Kind wird im Tausch gegen den Silberkristall. Sailor Moon, tu es nicht. Du darfst ihm den Silberkristall nicht geben. Wir werden sie so lange träumen lassen, bis wir haben, was wir wollen. Und sie wird sterben, wenn sie weiterhin träumt. Ihre Glückseligkeit existiert nur in ihrer Vorstellung. Sailor Moon, sie versuchen dir Angst einzujagen, damit du ihnen den Silberkristall gibst. Ja, lass dich nicht von ihnen einlegen. Ich weiß. Es ist wahr, Sailor Moon. Lass dich von ihnen nicht täuschen. Ich weiß. Sin. Ich werde dir den Silberkristall geben. What? Bist du so doof? Hä? Was? Halt, Sailor Moon. Ich werde dir den Silberkristall geben. Aber dafür musst du Shibusa aufwecken. Der Silberkristall ist wichtiger als dieses Kind. Ich muss Shibusa helfen. Gut. Das ist die richtige Lösung für dieses Problem. Sie soll erwachen.
und einmal durch den Raum fliegen. Und nun, gib mir den Silberkristall. Lol. Trick 17. Wir haben das, was wir wollen und ihr nicht das, was ihr haben wollt. Tja, wir gehen jetzt einfach wieder. Wir kriegen sogar noch Verstärkung dafür. Wer bist du? Es ist falsch, mit den Träumen junger Mädchen zu spielen. Ihr seid so kaltherzig. Entschuldigt euch. Batman! Tuxedo-Mask! Gib ihnen nicht den Silberkristall. Aber Shibusa. Ihr geht es gut. Sie wird durch die Macht des Silberkristalls beschützt. Schon bald wird sie von selbst aus ihrem Schlaf erwachen. Warum willst du den Silberkristall? Das Schicksal der Welt zu verändern ist sehr schwierig. Das Schicksal der Welt verändern? Was? Das Schicksal der Welt verändern? Kann nochmal jemand aus dem Off kommen und das sagen? Das Schicksal der Welt verändern! Danke. Das musst du als Frage formulieren. Wir beabsichtigen, das Schicksal der Welt zu verändern. What? Weil wir Kontrolle über die Zukunft haben wollen. Ihr wollt die Zukunft kontrollieren? Zukunft kontrollieren? Sailor Moon, sie manipulieren dich. Sie wollen, dass wir uns Dinge einbilden. Liebling, komm heute früher nach Hause, ja? Heute ist Shibusas... Ich weiß. Shibusas Geburtstag, nicht wahr? Gestern kam ich spät nach Hause, aber heute komme ich früher. Also, ich gehe dann mal. Liebling, hast du nicht etwas vergessen? Oh, klar. Ich vergesse das immer wieder. Schmatz. Dann gehe ich jetzt aber. Tschüss, Liebling. Oh. Ah, nein! Du hast die beiden ausgetrickst. Wach auf, Sailor Moon. Wach auf, Tuxedo Mask. Die Welt braucht euch. Mädels, jetzt! Stirb, Prinzessin! Sterb, Dummköpfe! Sterbi! Sterbt jetzt! Gleich werdet ihr sterben! Huh? Aha! Grrr. Hä? Tuxedo Mask! Tuxedo Mask, bist du in Ordnung? Hey! Das war ein großer Fehler. Uah! Sailor Saturn! Sailor Saturn! Tuxedo Mask! Haltet durch! An dieser Stelle muss ich sagen, wäre die gute Hotaru bloß nicht aus dem Krankenbettchen aufgestiegen, hätte sie jetzt keinen Laserbeam durch ihre Brust bekommen. Mamoru, es war meine Schuld. Mach dir keine Vorwürfe, Bunny. Mich trifft die Schuld genauso. Mich trifft die Schuld genauso. Hey, gönnt euch etwas Ruhe. Zwei unserer Freunde wären fast gestorben. Aber du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Es geht gar nicht darum, was passiert ist, sondern darum, was jetzt passiert. Auch wenn wir nun nicht mehr vollzählig sind, wir können jetzt nicht aufhören. Haruka, was meinst du? Es ist hoffnungslos. Es ist hoffnungslos, weiterzumachen. Wir können den König nicht beschützen. Also bist du auch der Meinung? Wie geht es, Hotaru? Das schwarze Licht ist etwas schwächer geworden. Es geht ihr besser, aber zurzeit ist sie im Juban-Krankenhaus. Mal wieder. Wir wissen ja, wie gut die Mitarbeiterinnen auf ihre Patienten aufpassen. Ich finde diesen neuen Feind sehr seltsam. Ryos Vorhersage wird nun wahr. Entschuldige, Bunny. Ich bin geradewegs in die Falle des Feindes getappt. Wie konnte das passieren?
Ich meine, was hätten wir tun müssen, um das zu verhindern? Hä? Oh? Was? Gerade eben. Was war das? Die Fantastischen Vier! Es ist ein Geist! Wir sind die Schutzwachen des Königs Endymion. Wir beschützen jetzt Prinz Endymion. Aber dient ihr nicht Königin Perilla? Ja, wir haben einst als Generäle Königin Perilla gedient. Dennoch sind wir eigentlich die Gefolgsleute von Endymion, dem Prinzen der Erde. Und nun sind wir zurück, um unseren wahren Meister erneut zu dienen. Aber warum seid ihr jetzt wieder aufgetaucht? Vielleicht Mamoru. Der Grund für Meister Endymions Bewusstlosigkeit ist negative Energie. Und was macht ihr hier? Wie ihr seht, ist der Zustand des Meisters momentan ungewöhnlich. Womöglich besitzt der Feind negative Energie. Vermutlich sehr viel davon. Wir müssen uns auf das Gegenteil konzentrieren, positive Energie. Und wenn wir das geschafft haben, wird Mamoru wieder so werden, wie er einst war. Woher sollen wir positive Energie bekommen? Na gut, danke schön, Nero. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht und bis bald. In diesem Fall... Achso, es wird noch weitergehen. Du kannst dir einfach das Replay angucken und so weiter. Das ist ja kein Drama. Oder einfach bei mir auf dem YouTube-Kanal drauf gucken. Da geht's natürlich auch irgendwann los. Da gibt's vielleicht auch andere Projekte, die dich interessieren. Schau einfach mal vorbei. In diesem Fall ist die Kraft des Shinnoishi, der wahre Steins, nötig. Kraft der wahren Steine? Siehst du diesen Stein? Dieser Stein besteht nur aus Dunkelheit, auch Kage genannt. Kombination aus dem Elementen Licht, auch Hi genannt, und Kage, der Dunkelheit. Die zwei Elemente Licht und Dunkelheit sind in ihre Steinform zurückverwandelt. Aber so etwas geschieht nie von selbst. Oh. Das Lichtelement befindet sich nun in anderen Steinen, die irgendwo auf der Erde ruhen. Das sind die Steine, die unsere Macht beinhalten. Unsere Macht. Mein Stein ist in Nepal. Mein Stein ist in Kanada. Mein Stein ist in der Schweiz. Mein Stein ist in der Türkei. Ihr müsst diese Orte besuchen und die Steine des Lichts holen. Wir werden auf euch warten und zusammen mit dem Barasuisho, dem Rosenkristall des Meisters. Dem Rosenkristall? Mein Stein ist in Soviet Russia. Ja, schönen guten Tag, Werbeer. Dieser Stein sollte sich in Japan befinden. Der Rosenkristall ist dem Silberkristall ähnlich. Wenn unsere Steine das Licht der Dunkelheit zusammen und der Dunkelheit zusammengebracht werden, verwandeln sie sich wieder in wahre Steine. Und dann wird der Rosenkristall erscheinen. Und wenn diese fünf Steine zusammengebracht werden, wird unser Meister wieder zu sich kommen. Bitte findet den Stein des Lichts. Ich verlasse mich auf euch. Solzite Stein der Dunkelheit erhalten. Jedite Stein der Dunkelheit erhalten. Nephlite Stein der Dunkelheit erhalten und Kunzite Stein der Dunkelheit erhalten. Sie sind verschwunden. Wir müssen uns auf jeden Fall auf die Suche nach den Steinen des Lichts machen. Michiru, Haruka, die Suche nach den Steinen ist ein Auftrag für die inneren Krieger. Gut, bitte besorgt die Steine. Währenddessen werden wir nach dem Rosenkristall und dem Versteck unserer Feinde Ausschau halten. Also, dann begebe ich mich in die Schweiz. Ich nach Nepal. Ich gehe nach Kanada. Oh, Kanada. Ich in die Türkei, richtig? Hey, was ist mit mir? Bunny, du bleibst hier in Japan. Yay, ich darf zu Hause bleiben. Aber wieso? Hotaru und Mamoru sind noch ohnmächtig. Du musst sie pflegen, damit sie wieder gesund werden. Stimmt, wenn ich hier bleibe, dann könnte es Mamoru helfen.
Genau, Mamoru zuliebe müssen wir gehen und du solltest hier bleiben. Hm? Du musst an Mamorus Seite bleiben. Und wir müssen die Steine holen. Auch wenn es schwierig wird, wir müssen es tun. Du bleibst und hilfst Mamoru. Okay, Moment. Was sollte Sailor Moon jetzt nochmal machen? Die sollte doch nach Australien reisen, oder? War das nicht so? Ja! Bunnys Liebe wird ihn wieder ins Leben zurückholen. Ja. Ich danke euch allen. Wir sollten jetzt langsam los. Wenn das überstanden ist, dann müssen wir alle zusammen Pfannkuchen essen. Viel Glück euch allen. Ich werde den Rosenkristall holen, sobald er erscheint. Dann wird es Mamoru besser gehen. Oh. Shibuya, wie wär's, wenn du einfach die Finger von solchen Steinen lässt? Wir wissen, wie das endet. Irgendwie explodiert ein ganzes Königreich, du wirst durch die Zeit geschmissen und irgendwelche anderen Leute sterben deinetwegen. Lass es lieber. Warte, liebster Mamoru, schon bald werde ich den Rosenkristall zurückbringen. Mädel, das ist dein Vater. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Ja, wir wollen hier speichern. So, wir sind in Kapitel 2 angekommen und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Sailor Moon Another Story. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause. Bis gleich, bald demnächst.